Hallo Modellbahnfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt es im Titel schon gesehen, es ist soweit, die Anlage wird verkauft. Nicht nur die Anlage, sondern das Ganze ist ein Komplettangebot, sprich die Loks und Waggons sind hier im Preis inbegriffen, denn die verkaufe ich auch mit. Auch natürlich die Command Station, sprich wie man das Ganze eben auch bedient. Ist alles mit im Preis drin. Im Laufe des Videos werde ich kurz erklären, also in drei Rubriken. Die erste ist eben, da geht es hier eben um diese Anlage an sich. Ich werde zu jedem Segment nochmal was sagen. Im zweiten Teil geht es um die Fahrzeuge, was da eben im Preis mit drin ist, was ich da hier verkaufe. Und im dritten Teil geht es eben um den Verkauf an sich, also wenn du da draußen Interesse an dieser Anlage hast, was dich erwartet, wie du die Anlage erwerben kannst, etc. pp. Also dranbleiben, wird spannend. So, kommen wir erstmal zur Anlage an sich. Wir haben hier 7 Segmente. Ihr seht es hier in dem Plan. Und diese 7 Segmente bestehen aus 6 gestalteten Segmenten, dann dem Vierteljahr hier ganz rechts im Bild mit 6 Abstellgleisen und einer Schiebebühne und unter dem Segment 6 und 7 befindet sich der Schattenbahnhof mit 5 Abstellgleisen. Und dieser Schattenbahnhof sollte von der kurzen Seite, also von unten, ich kennzeichne das hier mal mit dem Pfeil, auch begehbar sein oder zugänglich sein, damit man eben an diesen Schattenbahnhof rankommt. Dazu habe ich mal das Video 86 und das Video 87 mit aufgestellt, denn da kann man jetzt hier sehen, wie eben der Schattenbahnhof entstanden ist auch, dass ihr da so ein bisschen einen Überblick habt. Also der ist so auf auch ganz normale Modellbahnhöhe sozusagen, dass man da ganz bequem in den Schattenbahnhof eben auch reingreifen kann. So, dann fangen wir an hier mit dem Vierteljahr. Ihr seht es hier im Plan rot dargestellt. Wie gesagt, hier haben wir 6 Abstellgleise. Das sechste hinten ist so ein bisschen ein kürzeres. Da kann so ein kleiner Bauzug zum Beispiel abgestellt werden. Und die Schiebebühne, mit der die Loks entsprechend umgesetzt werden können. Die Schiebebühne wird mit der Hand bedient, da ist kein Motor drunter. Und zu diesem Vierteljahr habe ich euch mal 2 Videos, schlage ich euch mal mit vor. Das ist das Video 88 und das Video 92. Da seht ihr ein bisschen was eben zu diesem Vierteljahr. So, das Segment 2 ist das erste Segment, wo dann quasi die Lok auf die Anlage fährt, der Zug auf die Anlage fährt. Hier haben wir das Wohnhaus, den Berg und den Bahnübergang. Und zum Wohnhaus kann ich euch hier das Video 146 empfehlen. Da seht ihr, wie ich dieses Wohnhaus gebaut habe. Also vielleicht auch nochmal für alle diese ganzen Häuser auf der Anlage, das ist alles Einzelanfertigung, alles Unikate, kann man so im Laden nicht kaufen und entsprechend im Großteil auch dem Vorbild dieser Modellbahn. So, jetzt kommen wir zum Segment 3, das ist das rechte Bahnhofsegment und dort haben wir natürlich den Bahnhof Barzdorf, im Original Berzdorf, mit dem Bahnhofsgebäude, mit den Bahnsteigen, der Überdachung natürlich, dem einen Teil des Wirtschaftsgebäudes und der Dieseltankstelle. Hier gibt es das Video 139, 140 und 142, wo ihr euch angucken könnt, wie ich eben das Bahnhofsgebäude und die Bahnsteigüberdachung gebaut habe. Das Originalgebäude steht hier natürlich in Berzdorf als Vorbild. Ja, das Segment 4, hier ist der zweite Teil des Wirtschaftsgebäudes, der Kohleschuppen, das Heizhaus und das Stellwerk von Barzdorf. Hier kann ich wieder das Video
81 zum Stellwerk, das Video 130 zum Heizhaus, das Video 132 zum Kohleschuppen und das Video 135 zum Wirtschaftsgebäude. Ja, empfehlen, guckt euch das gern an, wie diese Gebäude entstanden sind. Im Übrigen, die Gebäude sind auch alle, also nicht komplett, aber zu Teilen mit Einrichtung versehen und eben auch alle beleuchtet. So, kommen wir zum Segment 5. Hier haben wir den Bauernhof. Das ist ein Wechseldiorama. Also wenn ihr hier Lust habt, irgendwann auch selbst noch ein bisschen anzulegen, kann man hier dieses Diorama auch austauschen und ja, sich ein neues kleines Diorama bauen mit zum Beispiel einer Feuerwehr. Dann haben wir den Berg. Wir haben das Wasserhaus von Eubern im Original Eubin und den Kohlebansen. Hier kann ich euch das Video 125 zum Bau des Wasserhauses und das Video 129 zum Bau des Bauernhofs empfehlen. Kommen wir zum Segment 6. Da muss ich hier mal mein Blatt umblättern. Und zwar das Segment 6. Hier haben wir das Bahnhofsgebäude von Eubern und den Güterschuppen. Den Güterschuppen habe ich kein Video gemacht, aber zum Bahnhofsgebäude gibt es dafür dann gleich zwei Videos. Das Video 117 und das Video 118. Da könnt ihr sehen, wie das Bahnhofsgebäude nach Vorbild in Kurort Eubin eben entstanden ist. Ja, und zu guter Letzt haben wir das Segment 7. Hier haben wir die Brücke, das Lagerhaus und den Überladekran und das kleine Wiegehäuschen. Zum Überladekran, das ist ein Bausatz, da zeige ich im Video 105, wie ich das bemalt habe. Und das Lagerhaus, da gibt es wieder zwei Videos dazu, das Video 106 und das Video 107, zeige ich, wie ich dieses Lagerhaus gebaut habe. So, jetzt vielleicht noch eine Information, ein bisschen grob zu der Anlage, was ihr hier wissen müsst. Die engste Stelle an der Anlage, ich blende es mal ein mit dem Pfeil hier, sind 550 mm, also sprich 55 cm vom Durchgang her. Das ist aber nur ein ganz kleines Eck, weil wie gesagt, das, ihr seht es hier auch auf dem Bild, das untere Segment ist etwas schräg. Dort hält man sich im Normalfall nicht auf. Man hält sich hier auf, wo ich jetzt gerade im Pfeil zeige. Dort ist dann auch die Command Station bei mir untergebracht, unter der Anlage. Die kann man rausziehen. Und an der Stelle haben wir eine Breite von 700 mm, sprich 70 cm. Das klingt erstmal nicht viel, aber das ist vollkommen ausreichend, um dort in Ruhe zu sitzen, sich zu drehen und eben die Anlage zu bespielen. Wir saßen auch schon zu zweit dort und haben mit der Anlage gespielt oder Betrieb gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollte eigentlich funktionieren. Alles von der Zentrale wird hier dabei sein, inklusive der Control Station, die ist schnurlos und das Ganze ist halt bedienbar und schaltbar eben von dieser Zentrale. Die Abmessung der Anlage, also wie viel Platz solltet ihr einplanen, um die Anlage aufzustellen? Die Anlage selbst, also an sich, braucht eine Länge von 4027 mm, also ein kleines bisschen über 4 Meter in der Breite und eine Tiefe von 2263 mm. Das ist dann inklusive dem Vierteljahr. Das ist ja so ein kleines Stückchen länger. Und ich würde euch empfehlen, eine Gesamtbreite so von 2763 mm zu haben, sprich, dass ihr noch so 500 mm, 50 cm eben von dieser unteren Seite hier habt. Ich blende es nochmal mit dem Pfeil ein, um eben den Schattenbahnhof gut begehen zu können. Das wäre der Platz. Jetzt nochmal vielleicht kurz zum technischen Teil. Also alle Gleise und Weichen sind hier von PECO Code 80 Streamline
und natürlich gealtert etc. Ich brauche da, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Schaut einfach meine Videos an. Schaut auch gern mal die Kamerafahrt an. Hier habe ich auch gezeigt, also hier kann man einmal mit der Kamera über die ganze Anlage fahren und sieht, was es eben auf dieser Anlage gemacht wurde, was es zu sehen gibt. Was man nicht sieht, ist, dass alle Weichen, die Herzstücke polarisiert sind. Das heißt, ihr könnt ja auch wirklich mit der kleinsten Lok, mit dem kürzesten Radstand überall in Schleichtempo langfahren, ohne dass euch was stehen bleibt. Selbst bei den drei Loks, die keinen Elko haben, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Und die Weichen sind alle über die ESO, mit ESO-Controllern angesteuert über die Command Station schaltbar. Die weichen Laternen sind alle von Kluba, also im sichtbaren Bereich oder im gestalteten Bereich hat jede Weiche eine Weichenlaterne, die ist beleuchtet und schaltet auch entsprechend mit, dreht sich sozusagen mit, wenn man die Weiche schaltet und zeigt den richtigen Fahrweg an. Also die sind komplett beweglich. Das sind, ich glaube, 36 Stück oder so. Ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht gezählt. Aber ihr braucht einfach nur die Weichen zählen hier auf dem Plan im sichtbaren Bereich. Und da seht ihr, wie viel von diesen Weichenlaternen ich da verbaut habe. Ja, alle Gebäude sind natürlich, ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, mit einer Inneneinrichtung und einer Beleuchtung versehen. Und die Nadelbäume, vielleicht auch noch interessant, sind hier zu 95% alle von MBR. Also ich denke, qualitativ findet man hier nichts Besseres auf dem Markt, wenn man über Nadelbäume spricht. So, kommen wir zu den Fahrzeugen. Denn die sind ja auch quasi Bestandteil dieser Auktion. Und hier vielleicht ganz kurz als Vorwort. Also alle Fahrzeuge, die ihr hier sehen werdet, außer die Rocco-Lok, sind von Modellbahn Kreativ in Chemnitz fachgerecht mit ESO-Decodern, teilweise ESO-Powerpack Mini, Licht, Lokführer und so weiter ausgestattet. Es wird nochmal jede Lok jetzt einzeln gezeigt, was sie ja eben hat. Soweit nur zur Info. Die Fahrzeuge sind alle bis auf die, habe ich Pico-Lok gesagt, bis auf die Rocco-Lok von mir gealtert. Personenwagen und so weiter mit Personen ausgestattet. Güterwagen sind mit Gütern und entsprechend ausgestattet und auch verschiedene Güterwagen und Personenwagen haben eine Zugschlussscheibe. Alle Fahrzeuge, die gekuppelt werden müssen, haben eine Veit-Scharfenperr-Kupplung und der Traditionszug mit der 1K hat eine Veit-Trichter-Kupplung. Die Rocco-Lok und der Lux-Reinigungswagen wurden als einzige nicht gealtert und haben auch eine ganz normale Bügelkupplung, da hier nur als Reinigungszug eingesetzt. Und es geht hier insgesamt um 8 Loks, 43 Waggons, die Loks sind von BEMO, Veit und Heinrich und wie gesagt die eine Lok von Rocco. Die Waggons sind alle von Technomodell bzw. PMT, das ist, hat sich ja irgendwann mal zertan, von Veit und von Veit. Sind die Rollwagen und die 4 H0 Waggons für die Rollwagen, die sind von Brava bzw. der eine Klappdeckelwagen von Pico. So, und jetzt kommen wir hier zur ersten Lok, das ist die 99 1715-4. Hier wie gesagt, aus einem Bausatz ist diese Lok entstanden, hat den Lok Sound 5, hat Dachstein Sound, hat zusätzlich noch ein Elko, Fünffachschleifer, andere Bremsplatten, Spitzenlicht vorne und hinten nach Fahrtrichtung, ist gealtert, hat einen Lokführer und eben Scharfenbergkupplung. Die nächste Lok ist die 99 787, auch eine Lok von BEMO mit Lok Sound 5 Micro
Duckstein-Sound, Powerpack ist drin, es hat die Fünffachschleife eingebaut bekommen, hat Spitzenlicht, ja, wechselnd mit Fahrtrichtung, ein Führerhauslicht, ist gealtert, hat einen Lokführer und einen Heizer und die Scharfenbergkupplung eben entsprechend. Dann haben wir hier die BEMO 1K, die Nummer 30, auch wieder aus einem Bausatz entstanden. Die einzige Lok mit dem Loksound 4 und keinem Elko, hat Spitzenlicht und ist eben entsprechend auch gealtert, hat einen Lokführer und Heizer, hat die Veit-Trichter-Kupplung und hier ist quasi auch der komplette Zug enthalten. Also hier haben wir den kompletten Traditionszug mit den 7, also 8 Waggons, ein Doppelwaggon, sprich 7 Waggons, die eben dieser Traditionszug gezogen hat, mit dabei entsprechend gealtert. Jetzt komme ich hier so ein bisschen zu meiner Lieblingslok. Das ist hier die BEMO L45H, die 199018. Die wurde ja quasi nur in Zittau eingesetzt. Die gab es zu DDR-Zeit im Prinzip nicht. Deswegen habe ich hier die mit deutscher Reichsbahnbeschilderung. Die hat einen Loksound 5 mit einem V60-Sound, einen ESU Powerpack, Spitzenlicht ist gealtert, auch wieder mit Lokführer und den Scharfenbergkupplungen von Veit ausgestattet. Die nächste Lok ist jetzt von Veit, das ist die V36, die 4801, die auch ja heute noch in Berzdorf im Lokschuppen steht, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Und die hat einen Loksound 5 Mikro, hat Henning Sound, hat ein ESU Powerpack, Spitzenlicht rot-weiß. Und ist auch wieder gealtert mit Lokführer und Scharfenbergkupplung. Die nächste Lok, auch hier ein Modell, was es so nie mehr zu kaufen geben wird, ist von Heinrich, die V10. Die 101 in der Version Prignitz hat hier von Modellbahn Kreativ noch einen Loksound 5 Nano eingebaut bekommen, hat Spitzenlicht in Rot und Weiß oder beziehungsweise Weiß und Rot sogar, also echt Wahnsinn, was er hier eingebaut hat, oben im Führerhaus da, ist gealtert mit Lokführer und hat eben auch die Scharfenbergkupplung. Und auch von Heinrich, auch nicht mehr möglich zu kaufen, die NS4, die 199007-6 aus Jöhstadt, auch hier Loksound 5 Mikro, Spitzenlicht, Führerstandlicht mit Lokführer und Scharfenbergkupplung. Auch eine echt wunderschöne Lok. Auch ohne Elko, der hat nicht mehr reingepasst. Sonst wäre der Durchblick im Führerhaus nicht mehr möglich gewesen. Ja, hier sehen wir jetzt noch die Rocco-Lok, die V60. Auch die hat sogar einen Simo Sound Decoder mit Leo Soundlabs Sound in Rocco Powerpack, wobei man von diesen Rocco Powerpacks nicht wirklich was merkt. Die ESO Powerpacks, dann kann man die Lok wirklich 10 Sekunden hochheben, das ist überhaupt kein Problem. Hat aber auch ihr eben Spitzenlicht, ein Führerhauslicht und einen Lokführer eben für den Lux Reinigungswagen. Und zu guter Letzt haben wir hier den Lux Reinigungswagen eben mit entsprechend ja, dieser Start-Stopp-Automatik und einem Faulhabermotor. Funktioniert einwandfrei, das Ding, super Staubsauger. Ja. Jetzt kommen wir noch zu den Waggons. Das hier habe ich jetzt so mal ein paar Bilder gemacht von den zusammengestellten Zügen. Die Waggons, wie gesagt, alle mit, also die Personenwagen mit Personen eben drin. Sie sind gealtert. Jetzt sehen wir hier auch die Rollwagen mal ein bisschen von der Nähe, auch die natürlich gealtert und zu jedem Rollwagen entsprechend auch die Kuppelstangen etc. und die Waggons eben auch mit Ladung. Hier sieht man auch nochmal die Waggons schön, wie sie gerade eingeladen oder ausgeladen werden. Und hier nochmal als Zuggarnituren so ein bisschen in zur Zusammenstellung. Hier ein kleiner Güterzug mit so einem ja, Zugführerwagen und zwei offenen Güterwagen. Dann haben wir hier die V10 eben mit meinem kleinen Bauzug. Da ist vorne der Schlaggewagen, hinten ein Schotterwagen und noch zwei kleine ja, Wagen für die Mitarbeiter, die eben da mitfahren, die da arbeiten. Dann haben wir hier einen Güterzug gezogen von der L45H mit zwei geschlossenen Güterwagen und eben ein offener Güterwagen mit Baumstämmen und so ein Klappdeckelwagen.
Und dann haben wir hier im mittleren Gleis, kommt gerade aus dem Schattenbahnhof hochgefahren, die 7K mit 5 Personen, also mit 4 Personenwagen und einem Packwagen, alles entsprechend natürlich gealtert. Dann sehen wir hier die 6K, die hier gerade einen Zug bereitstellt mit 4 Personenwagen, einem Packwagen und bei dem 4 Personenwagen ist hier der offene Aussichtswagen mit dabei, natürlich auch wieder überall Personen mit drin. Hier die V36 noch zum Schluss mit 4 Personenwagen und einem Packwagen. Auch hier wieder entsprechend gealtert. Die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. So, jetzt habt ihr die Anlage nochmal vorgestellt bekommen. Ihr habt die Fahrzeuge nochmal alle gesehen, die hier in der Auktion dabei sind. Und ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also es wird die 7 Segmente geben, komplett gestaltet, ja, mit allem drum und dran. Es gibt die ESO Common Station, also die Zentrale, um das Ganze zu steuern. Es gibt die Mobile Control, um das Ganze auch, ja, ohne Kabel ferngesteuert, ja, kann man sich hier ganz frei bewegen, zu bedienen. Da ist dann auch noch ein magnetisches Ladekabel dabei, was man einfach anstecken kann. Dann gibt es zwei Netzteile für das Licht und für die Servoantriebe. Das ist getrennt von dem Digitalstrom. Wird das mit Strom versorgt, ja? Dann alle benötigten Kabel, die man da hier braucht, aber das ist nicht viel. Dann gibt es 8 digitale Loks und insgesamt 43 Waggons. Alles, ihr habt es gesehen, gealtert, so wie das eben sein soll. Dazu natürlich die Originalkartons, wo das Ganze reingehört. Und ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten wie eine Lokreinigungsstation oder so einen Rollenprüfstand, wo man die Loks draufstellen kann und dann fahren lassen kann, etc. Also das ist alles Bestandteil, wenn man diese Anlage kaufen möchte. Jetzt gibt es noch 3 Dinge, die ja irgendwie zur Modellbahn gehören, aber irgendwie doch extra sind. Und zwar ist das die Hintergrundkulisse. Die Hintergrundkulisse ist natürlich ein großer Bestandteil dieser Anlage und macht auch sehr viel dieser Anlage aus. Und da ist es aber so, dass ich die hier im Prinzip mit doppelseitigem Klebeband ringsherum angebracht habe. Der Hintergrund ist ein PVC, wo das aufgedruckt ist, ja, und sehr strapazierfähig. Und wir können versuchen, diesen Hintergrund hier abzuziehen und dann kann ich den mitgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass der Hintergrund sich, dass das knicken wird oder so, ne? Vielleicht reißen, glaube ich jetzt nicht, aber der wird mit Sicherheit so ein bisschen knicken. Der wird nicht so schön glatt bleiben. Deswegen würde ich vorschlagen, den Hintergrund einfach nochmal bei Atelier Dietrich zu bestellen, wenn man die Anlage gekauft hat, und dann einen komplett frischen Hintergrund auch, dann sind auch keine Schnitte drin, weil ich habe ja hier verschiedene Stellen, die ich hier aufklappen musste. Dann kann man da einen langen Hintergrund um die Anlage machen und das sieht dann auch bedeutend schöner aus, würde ich sagen. Also den würde ich empfehlen, einfach nochmal neu zu bestellen und dann eben hinter die Anlage zu machen, wenn man sie erworben hat. Die Beleuchtung, hier habe ich ja LED-Stripes genommen, die sind auch hier in diesen Rahmen, den ich hier reingebaut habe, oben reingetackert. Den abzumachen wäre auch Blödsinn, da würde ich auch empfehlen, einfach eine eigene Beleuchtungslösung für die Anlage dann, wenn die bei euch daheim dann aufgebaut ist, zu finden. Also das wäre Blödsinn, das abzubauen und das Untergestell zu der Anlage. Habe ich ja mal ein Video gemacht, das blende ich mal ein. Auch das ist nicht Bestandteil der Auktion, weil das hier abzubauen wäre ein totaler Quatsch. Das ist hier teilweise an der Wand verschraubt, also das könnt ihr bei euch eh nicht so benutzen.
Und deswegen nimmt er einfach so ein paar Holzböcke aus dem Baumarkt, ja, die einmal aufgestellt, die einzelnen Segmente draufgestellt, oder ihr lasst euch schön von einem Schreiner ein paar Tische machen, wo das draufkommt oder so. Also auch hier dieses Untergestell ist nicht Bestandteil dieser Aktion. Und was auch nicht Bestandteil dieser Aktion ist, sind sämtliche PKW, LKW, Traktor, Moped etc., was man hier so auf der Anlage sieht. Diese Fahrzeuge würde ich gern behalten, denn meine nächste Anlage wird auch wieder eine H0-Anlage und dort würde ich die gern wieder benutzen. So, und ja, jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was man machen muss, um eben die Anlage kaufen zu können. Ihr schreibt eine E-Mail an folgende Adresse. Ich blende sie jetzt unten ein. Verkauf@erzgebirgs-moba.de. Ne? Ihr seht hier unten die E-Mail-Adresse drinstehen. An diese E-Mail-Adresse schreibt ihr ja eine E-Mail mit eurem Namen, einer Telefonnummer, unter der ich euch erreichen könnte. Und ihr schreibt in diese E-Mail, was euch diese Anlage wert ist. Und zwar soll das Ganze als eine Art Auktion ablaufen, wie im amerikanischen Bietersystem, wenn man dort zum Beispiel ein Haus kauft. Man gibt ein Angebot ab. Dieses Angebot ist einmalig. Und derjenige, der das höchste Angebot abgegeben hat, der hat am Ende quasi auch ja, die Auktion sozusagen gewonnen und hat die Möglichkeit, die Anlage zu dem Preis, zu dem er es ja, angefragt hat, zu erwerben. Ja? Also nicht wie bei einer Auktion jetzt in eBay, dass quasi der Preis dann von dem eins drunter gilt, sondern den Preis, den ihr in diese E-Mail schreibt, für den Preis wollt ihr und könnt ihr dann, wenn ihr der Höchstbietende seid, die Anlage kaufen. Gut, jetzt habt ihr diese Auktion gewonnen. Was passiert dann? Ich werde mich mit euch in Verbindung setzen und alles weitere besprechen. Hier ist es wichtig zu wissen, wenn ihr das, also ihr müsst die abholen kommen natürlich, geliefert wird das Ganze nicht und da solltet ihr noch mindestens eine Person mitbringen. Also dass wir insgesamt zu dritt sind, wenn wir diese Segmente runtertragen. Das längste Segment ist, glaube ich, 1,60 m knapp, ne? Breit hier, das breiteste, ich glaube 80. Also das ist alles nicht so riesig, aber trotzdem ist es schöner, wenn man vielleicht zwei Leute hat, die tragen und einer, der mal um die Ecke, das ist hier ein Treppenhaus, zweiter Stock, der da auch mal abnehmen kann oder so. Deswegen würde ich sagen, wäre das eine gute Sache. Und ich bin dann natürlich ab dem Zeitpunkt der Verladung, also wenn wir das ne, abgebaut haben, für Transportschäden und so nicht mehr verantwortlich. Das ist auch selbsterklärend, oder? Genau. Und ich werde es so machen, dass wenn die Anlage gekauft ist, wir dann einen Termin ausgemacht haben, wann wir das Ganze hier abholen, dass ich die Anlage aufgebaut lassen werde und ja, der Käufer sich auch nochmal dann vor Ort von der Funktionalität der Anlage und allen überzeugen kann. Das heißt, wir können jede Lok nochmal fahren lassen, wir können jede Weiche nochmal schalten, wir können jedes Signal schalten, dass man hier auch nochmal sieht, dass eben alles funktioniert und in Ordnung ist. Und dann packen wir alles zusammen ein, machen die Anlage auseinander. Das ist ja jeweils immer nur so ein Sechsfachstecker, den man auseinanderziehen muss und zwei Schrauben, das war's schon. Und dann tragen wir die Anlage runter. Ne? Genau. Das ist das, das ist das, das ist das. Vielleicht ein grober Richtwert, welchen Preis man sich hier ungefähr ja, vorstellen kann. Die Anlage, also der reine Materialwert, das sind die Loks und Waggons, aber mit drin. Also Loks, Waggons, Anlage, Steuerelektronik, also das Komplettpaket, ja. Hier sind wir bei einem Materialpreis von 26.000 Euro. Sind aber Preise von vor 3 Jahren ungefähr. Wenn man sich mal überlegt, dass alleine das Holz mittlerweile das Dreifache kostet, würde man das für den Preis wahrscheinlich heute gar nicht mehr schaffen zu bauen. Aber
Wie gesagt, reiner Materialpreis, ich habe alles mal zusammengerechnet, sind ein kleines bisschen was über 26.000 Euro, wobei Loks und Waggons hier schon alleine mit einem fünfstelligen Betrag reinfallen. Also diese H0E-Loks und Waggons, das ist nicht günstig, das Zeug, ja. Und das wäre so der Preis. Und wie viel Zeit habt ihr jetzt für das Ganze? Und zwar ab heute, ja, könnt ihr quasi mir euer E-Mail schreiben, euer Gebot schreiben und ihr habt dafür 2 Wochen Zeit. In 2 Wochen werde ich, das ist dann der 2.2.2024, werde ich dem, der das höchste Gebot abgegeben hat, eine E-Mail schreiben und sagen, pass auf, hier, du hast das höchste Gebot abgegeben, lass uns jetzt weitere Schritte besprechen und weiter gucken, wie wir jetzt eben verfahren, wann wir uns treffen, wann du vorbeikommst und hier das Ganze abholst, bezahlst und so weiter. Das besprechen wir dann im Nachgang und ja, ich würde sagen, es ist alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie entweder in die Kommentarfunktion, ja, vielleicht interessiert das auch jemanden anders, die Frage, dann ist das da ganz gut aufgehoben. Oder ihr schreibt mir eben an E-Mail verkauf@erzgebirgs-moba.de eure Frage und dann beantworte ich euch die Frage dort. Der Verkauf wird auch absolut anonym stattfinden. Also auch im Nachgang oder so wird keiner erfahren, wer diese Anlage gekauft hat und vor allem auch nicht für wie viel er diese Anlage gekauft hat. Also das bleibt ein Geheimnis zwischen dem Käufer und mir, dem Verkäufer. Alles klar, dann würde ich sagen, viel Erfolg beim Kauf dieser Anlage und viel Glück und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss und bye bye.